So, das wird jetzt auf keinen Fall schief gehen. Willkommen zurück, liebe Zocker-YouTuber. Wir haben hier unser Space Shuttle, so nennen wir es mal. Und wir haben auch den Satelliten eingefangen. Wir können ja mal kurz zeigen. Da ist er. Da ist er hier am Greifarm montiert. Und wir machen schnell wieder zu, weil, naja, gut, wackeln tut es trotzdem. Aber auf jeden Fall tendiert er irgendwie dazu, da drin rumzuwabern. Aber das, wenn man nicht hinguckt, passiert bestimmt nichts. So, jetzt kommt die schwierige Mission. Jetzt kommt nämlich die Mission, wir landen das Ding. Hier haben wir ja eigentlich schon relativ weit unten. Eigentlich müssten wir hier nur ein Manöver einbauen. Und dann ziehen wir den mal runter. So. Ja, so. So ganz engen. So, 76 zu 81. Wie viel müssen wir da brennen? 500 Delta V, das schaffen wir locker. Wir haben noch 1700 zur Verfügung. Umlaufbahn, genau. Wir machen mal das an und setzen mal retrograd, rückläufig. Warte mal, erstmal hier speichern, so. Falls uns irgendwas wegwackelt. Ey, das soll retrograd sein? Das sieht so ganz überhaupt nicht. Ach so, ja, das hängt natürlich davon ab. Moment. So. So. Control from hier. Warte mal, wo ist denn das Control from hier? Von hier steuern. Ja, so. Ist schon besser, ne? Ich habe nämlich, glaube ich, immer noch von dem Ding da drinnen gesteuert. Das war ein bisschen merkwürdig. Was macht er denn da? Okay, jetzt wird ein Schuh raus. Ich habe nämlich eben noch vom Greifarm ausgesteuert. Das irritiert mich ein bisschen. Aber das dürfte eh nicht anspringen. Vergiss es, das ist alles elektrischer Strom, Flüssigtreibstoff. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber das ist alles im Rahmen. Es läuft alles, wie es soll. So, wir gehen jetzt erstmal in den Zeitvorlauf, bis unser Schiffchen da ist, wo es sein soll. 9, 8, 7, 6. Also, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob das überhaupt mit dem Wiedereintritt, ob das funktioniert. Weil das Problem ist natürlich, dass wenn ich dieses Ding hier aufmache, dann haben wir hier vorne einen irrsinnigen Luftwiderstand. Und Objekte tendieren ja nun mal dazu, mit dem Teil, wo der Luftwiderstand groß ist, nach hinten zu fliegen. Das heißt, wahrscheinlich wird sich das ganze Ding umdrehen. Ich habe zwar ein paar Airbrakes hier hinten dran, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. So, wir können die ja schon mal ausklappen. Kling. Sieht auf jeden Fall toll aus. So, wann muss ich einen Schub geben? Und wie viel müssen wir Schub geben? 5, 0, 6. Okay. Lass gucken. Ich bin überhaupt nicht nervös. Nein, nein. So, ihr habt mir jetzt mittlerweile schon drunter geschrieben, dass ihr wahnsinnig aufgeregt seid. Und natürlich genauso wie ich auf Kerbal Space Program 2 wartet. Wer hätte das anderes gedacht? Und dann hat, ich weiß nicht, der Herr mit den vielen Zahlen hat gesagt, Mr. Fleck, nimmst du auch Abonnentenkonstrukte? Noch während ich Ja eingetippt habe, rasselten die ersten E-Mails von, glaube ich, besagtem Herrn bei mir rein. Das heißt, ihr werdet natürlich demnächst auch wieder Abonnentenkonstrukte, vor allem von dem Herrn mit den vielen Zahlen. Hier irgendwas mit Word am Ende. 7654321 Word. So, ich gebe jetzt mal kurz Schub. Moment mal. Ich muss mal ganz kurz konzentrieren. So. Ob ich das Ding gelandet kriege, was meint ihr? So, also, solange man im All ist, performt dieses Shuttle eigentlich ziemlich gut. Der Start ging auch ganz gut. Ich mache mir nur Sorgen, wie gesagt, was die Landung betrifft. Wir werden definitiv bei Tag landen. So, 17, 16, 15, 14, 13, 14. So, jetzt lass mal gucken. Jetzt machen wir das mal kurz weg. Gucken wir mal ganz kurz, wo wir sind. Wir haben hier 77, das ist gut. Wir haben da 86, das ist gut. Also, das ist natürlich blöd hier. Ich würde sagen, hier vielleicht so runterbremsen, dass wir vielleicht hier irgendwo landen, oder? Was haltet ihr davon? Das heißt, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt sage, mich retrograd ausrichte,
Ich werde das ein paar Mal ausprobieren. Ich habe ja jetzt hier gespeichert. Warte mal, ich speichere mal hier. Und wie gesagt, wir sind ja quasi... Wir sind ja quasi in der Wartephase auch für Kerbal Space 2. Da darf ich... Was ist das Rote denn da? Keine Ahnung, was das ist. Da darf ich ein bisschen austesten, ja? Wir müssen ja quasi... Wir machen ja quasi eine Ausbildung. So, wollen wir jetzt mal hier anhalten? Ja, komm, wir bremsen mal runter. Bremse ich schon runter? So, das müsste reichen, ne? Jetzt richten wir uns Progrät aus, bitte. Progrät, so. Wird auf jeden Fall klappen. Was haben wir drauf? 77? Vielleicht sollten wir uns mal... Das wird so gar nicht klappen. Das wird so überhaupt nicht klappen. So, Progrät. Und das Ding klappen wir mal auch hier. Ne, nicht abwerfen, sondern aufpumpen. Flupp. Das wird nicht klappen. Nein, nein, das klappt nicht. Oh Gott. Los geht's. Erster Versuch des Wiedereintritts. Erster Versuch des Wiedereintritts. Yippie-yay, Schweinebacke. Das sieht mir überhaupt nicht aus, als hätte er sich Progrät ausgerichtet. Das sieht mir eher aus, als hätte er sich sonst wohin ausgerichtet, nur nicht Progrät. So, wir haben die Bremsen an, wir haben den Hitzeschild an. Der Vorteil, der einzige große Vorteil von diesem Hitzeschild ist, dass dieses Ding erstens wieder einklappbar ist. Nee, ist es nicht. Vergiss es. Oh Gott, wie werde ich das Ding los? okay, darum kümmern wir uns. Dann, wenn wir... Das ist natürlich... Ich dachte, der wäre wieder einklappbar. Naja. Ich dachte echt, der wäre wieder einklappbar. Das Abwerfen wird spannend. Da werde ich mich absichtlich quasi retrograd oder fallend ausrichten müssen, oder werde ich Schub geben müssen. Oh Gott, das wird noch ein Akt. Weil ich kann ja so mit dem Ding nicht landen, ne? Das geht ja hinten und vorne nicht. Soll ich das Fahrwerk schon ausfahren? Wird noch immer schneller. Ich werde immer schneller. Das Ding kriege ich nie runter. Nie ever ever. Never ever. Wären wir schon langsamer? Nein, wir werden immer schneller. Ist okay. 2, 2, 2, 2. Ne, 2, 2, 2, 2. Doch, war richtig. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass wir... Also, die Flügel schmelzen uns ja trotzdem weg. Dann landen wir halt wie Elon Musk auf dem Heck. So machen wir das. So, jetzt werden wir auf jeden Fall nicht mehr... Doch, wir werden noch ein bisschen schneller. Wir werden noch ein bisschen schneller. Wir werden noch ein bisschen schneller. Jetzt werden wir langsamer. Yay! Wir werden langsamer. Glühschmelz. So, was natürlich nicht heißt, dass die Flügel uns trotzdem wegbraten, wie wir gerade sehen. Ist alles gut. Die Flügel braten uns dann halt weg. Wären wir langsamer? Ja, ein bisschen. Oh Gott. Hätte ich bloß Fallschirmer mitgenommen. Wer braucht schon Flügel? Flügel sind total überbewertet. Aerodynamik auch. Oh Gott, das wird so gar nicht geil. Warum habe ich eigentlich keine Hitzeanzeige? Wir wissen es nicht. Hui! Und jetzt. Und yippie-yay, Schweinebacke! Hui, das ist eine richtig blöde Idee, was ich hier gerade treibe. 1,8.
1,7. 1,6. Jawohl. Halt durch. 1,5. Okay. Scheinbar. Keine Ahnung, was hier abgeht. Retrograd. So. Hitzeschild. Abwerfen. Wupp. Kusch. Nein, nein. Alles gut. Ich hab wieder alles unter Kontrolle. Moment. Ich hab wieder alles unter Kontrolle. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. Psst, psst. Ich hab alles unter Kontrolle. Huiuiui. Habt ihr das gesehen? Es ist alles im Rahmen. Warum bewegt er sich so komisch? Ach so, weil ich weiß warum. Weil die scheiß Dinger hier ausgefahren sind. Okay. Cool. Alles cool. Aber warum fallen wir so merkwürdig? Darf ich das mal kurz wissen? Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Fahrwerk raus. Das ist ja aber richtig blöd, ne? Gerade. Was ist das hier? Wir müssen. Hä? Wir müssen. Warte, wir müssen das nur irgendwie überleben. Moment. Warum? Das Ding fliegt wie ein Stein. Warum? Flieg jetzt! Jetzt fliegt er. Okay, er fliegt. Alles gut. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, außer dass uns der Sprit ausgeht. Wir kriegen das hin, außer dass uns der Sprit ausgeht. Uns geht der Sprit aus. Wie viel haben wir noch? Nix mehr. Eigentlich nix mehr. Puff. Sehr schön. Das stimmt mich. So, wir müssen jetzt eine Landung machen. Oh Gott. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Das Einzige, was du jetzt zur Verfügung hast, ist deine unglaubliche Gleitfähigkeit. Da ist übrigens der Schatten. Also der Wiedereintritt war spaßig. Das machen wir nicht nochmal. Vorsicht. 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 Was ist das da unten? Gleitflug. Ich glaube, es ist ein Busch. Ja, Gleitflug. Gleitflug. Nein, nicht so viel gleiten. Nimm jetzt die Nase runter. Und bremsen an. Ich sagte bremsen an. Ja, 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 das Shuttle ist unten. Wer hätte es gedacht? Oh Gott, Freunde. Wir haben es geschafft. Ehrlich gesagt nicht so, wie man ein Shuttle landet. Vor allem der Wiedereintritt war sehr spannend. Aber wir haben es geschafft. Das heißt, wir können jetzt hier
Wir können jetzt hier. Warte mal, wir merken uns mal, wie viel Punkte haben wir denn? Was ist denn das für eine komische. Keine Ahnung, was das da für eine Bemerkung ist. Irgendein Wecker. Ich will hier sehen, wie viele Punkte wir haben. Wir haben 453 Forschungspunkte. Und jetzt tun wir uns. Wann können wir uns. Warte mal, wie. Ich will mich bergen. Wie ging denn das? Wie konnte man sich denn mal bergen lassen? Irgendwie konnte man sich bergen lassen. Nee, so nicht. So, Fahrzeug bergen, Weltraumzentrum. Nee, wir bergen das Fahrzeug und dann gucken wir mal, wie viel wir kriegen. Komm, zeig mir, was wir kriegen. 1270 Wissenschaft. Komm, das war. Komm, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, was für ein furchtbares Shuttle das war. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Es ist nach oben geflogen, hat den blöden Satelliten eingesammelt und wir sind wieder gelandet. Da kann man sagen, da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Da könnt ihr krähen ohne Ende. Wir haben es geschafft. Geil. Muss schon sagen, geil. Gesamtansehen haben wir auch noch welches. Ihr kriegt keine Ahnung warum. Und wir haben sogar ein bisschen Geld gekriegt. Ja, bin auch nicht viel. Okay, lass gucken. Weiter. Ja, weiter und fertig. Jetzt können wir nämlich hier das letzte Dingens erforschen hier. So. Rupp. Nicht, dass wir es gebraucht hätten, aber wir haben es jetzt. Ja. Puh. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen die anderen Wissenschaftstorpedos? Jetzt müssen wir mal ganz kurz danach gucken. War das geil oder war das geil? So, wir haben jetzt hier noch eine Van Neumann-Sonde irgendwo, die sich einer merkwürdigen Bahn befindet. Da ist Bob, wo ist. Da ist Jules. Wir sind auf einer merkwürdigen Bahn, sind wir. Ich guck mir den mal an, ja. Ich guck mal kurz gucken, was wir hier für merkwürdige Objekte haben. Wo ist deine andere Solarzelle? Ist da was drin? Oh ja, das ist eigentlich schade, um das Ding gespeicherte Daten ansehen. 18 haben wir da drin. Das wäre natürlich auch nochmal eine coole Sache, ne? Wie gesagt, wir brauchen sie eigentlich nicht, aber das wäre natürlich cool, wenn wir den. Das ist vom Planeten Bob. Bobs Hänge, hoch über Bob, hoch über Bob, Nähe von Bob, hoch über Bob. Also, das sind alle möglichen Daten von Bob. Mysteriöser Schleim. Temperaturscan von Bobs Hänge. Also, das sind tatsächlich Daten von Bob. Das wäre auch nochmal eine riesige Menge. Das Problem ist, uns ist ja hier eine. Ja, wir sind in der Nähe von. Hä? Wo ist denn Jules? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil warum sehen wir hier Jules? Jules ist da hinten. Mensch, jetzt wird ein Schuh draus. Okay, ich dachte, das wäre das System. Okay, ob wir den wieder zurück nach Hause kriegen, ist die Frage. Wir können ihn ja mal rausbrennen. Das heißt, wir schicken ihn mal auf die Heimattour. Das machen wir jetzt einfach mal so. Und zwar, er bewegt sich ja so rum. Das heißt, wir müssen da raus beschleunigen. Das heißt, wir müssen prograde fliegen. Und ich fürchte. Dem wird garantiert sowas von der Sprit, also der Saft ausgehen, der Strom ausgehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Schub gebe, dann passiert ja nichts. Warum nicht? Wups. So, jetzt saugt er ihm wahrscheinlich das Ding leer. Ja. Er gibt zwar jetzt Schub, aber ihr seht, ne, das gibt der elektrische Strom zieht wahnsinnig von dannen. Das Problem ist nämlich, dass wir hier zu weit von der Sonne weg sind. Deswegen, das eine Solarpanel habe ich mir offenbar irgendwo abgerissen.
So, jetzt wird das Ding gleich aufhören. Jetzt, naja, jetzt, was heißt aufhören? Er wird nur schwächer, ne? Er wird halt schwächer. So. Das kann eine Weile dauern, bis der sich rausgebrannt hat. Was habe ich noch für? Ich muss mal ganz kurz nachgucken, was ich noch so habe. Warte mal, ich setze den mal runter. Also, das ist einer. Ordnungsstation. Guck mal, ich werde auf jeden Fall eure... Warte mal, das war... Das war die hier, ne? Ja, das war die. Was haben wir da? Da haben wir noch ein Relais. Das Relais ist aber... Da muss ich auch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das Relais war nichts weiter als... Ne. Ja. Sieht eigentlich ganz okay aus. Zu der Zeit wusste ich offenbar, was ich gebaut habe. Also, ist alles in Ordnung. So, Ortungsstation. Wir haben das Shuttle gelandet. Relais, wir haben aber nochmal eine Neumann-Sonde. Wo ist die? Die ist auch noch auf einem relativ... Was ist denn da an Bord? Wie viel haben wir denn noch? Neumann-Antrieb? Wir haben noch... Das ist die zweite Sonde. Die zweite Sonde ist die hier. Eine andere haben wir nicht mehr. Da haben wir nur noch Relais oder den Antrieb, den EVE-Asteroidensucher und das andere sind keine Neumann-Sonden. Ja, das heißt, wir gucken uns die noch an. Also um die 18er... Warte. Die hat wenigstens noch alle ihre... Da sind auch noch mal 11 drin. Ich hab da ordentlich Sachen gesammelt. Von was ist das? Das ist von Pol. Also Bob und Pol haben wir untersucht. Ja. Das sind lauter Pol-Daten. Also die kriegen wir am ehesten zurück. Und die ist auch nicht so weit, so hoch. Also die kriegen wir eher nach Hause. Komm. Setzen wir die mal auf. Wir müssen mal kurz gucken. Wir setzen die natürlich auch auf Prograde. Rechtsläufig. Also das ist rechtsläufig. Gefällt mir nicht. Schub, Dicke. So, wollen wir mal gucken. Ja, die kriegen wir auf jeden Fall weg hier, wie wir hier sehen, ja. Und dann fliegen wir mit der nach Hause. Das Problem an dem Ding ist ja nicht der Sprit. Also der Sprit hier, das Xenon-Gas, davon haben wir ja genug. So, aber mit der, die versuche ich jetzt mal ganz kurz hier rauszubekommen. Ja, wobei, wie war nochmal... Mal ganz kurz, wir wollen ja rückläufig, ne? Das heißt, wollen wir hier rausbrennen. Ich guck mal ganz kurz, Manöver setzen. So. Eigentlich wollen wir so. So wollen wir brennen. 400 müssen wir dafür brennen, um die hier rauszuziehen. Das machen wir jetzt auch mal. Aufs Manöver bitte ausrichten. Wo ist das Manöver? Ach, das kann die gar nicht. Blöde Sonde. So, zum Glück ist sie so beweglich. Wie lange ist es noch? 30 Tage bis zum Manöver, alles klar. Hui, bitte nicht mit hier mit Pol, ja? Also, ich möchte nicht mit Pol in Verbindung gebracht werden. So, was sagt er? 5 Minuten. Naja, okay, das können wir noch machen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht ein Rendezvous mit zu Hause hinkriegen. Je näher wir uns dem Zuhause nähern, desto besser... desto effizienter sind ja die Solarsegel, also die Solarmodule. Und dann können wir ja... Dann ist das ja kein Ding mehr. So, ich gebe mir jetzt einfach schon mal Schub hier. Zack. So. Gibt der Schub, ja. Also ich würde die schon allein nur um der Vollständigkeit halber, würde ich die Dinger schon nach Hause bringen. Ich werde die dann logischerweise dann immer so sagen wir mal ohne eure Beteiligung werde ich so ein Stück näher ranfliegen und ihr kriegt dann nur noch die Action zu sehen. Das heißt, wenn wir sagen können, okay, jetzt kommt vielleicht der Wiedereintritt oder jetzt sind sie bei der Erde bei Kerbin angekommen. Ich starte das Shuttle, bringe die wieder. Wobei wir ja gesehen haben, das Shuttle müsste ich eigentlich noch ein bisschen verbessern. Also der Wiedereintritt, der war ja unter aller Kanone. Das war kein Wiedereintritt, das war ein Unfall. Und
Ja. Da baue ich noch ein bisschen was um. Aber ich hatte so den Eindruck, wenn es nicht gerade mit der Nase voran in die Atmosphäre kachelt, das Shuttle, sondern vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, wirklich so ein bisschen mit dem Bauch voran, dass die Sache dann gar nicht mal so blöd ist. Wir haben ja jetzt eben gebremst mit dem Shuttle, hauptsächlich dadurch, dass es getorkelt ist wie ein beklopptes Ding und dass der Hitzeschild dran war. Also beides hat furchtbar gebremst, ne? Und ein Memo an mich: Wenn man dann wieder versucht, aerodynamisch zu fliegen, dann sollte man tunlichst die Airbrakes ausschalten. Das hat ihm nämlich überhaupt nicht gefallen, wie wir an dem Flugverhalten gesehen haben. Wie viel Schub hat denn der jetzt? 1,2 Kilonewton. Wie viel schafft er maximal? Steht hier nicht. Status nominell. Nominell ist immer gut. 61% Schubleistung hat er jetzt bei der. Ja. Könnte man jetzt natürlich hier runter regulieren. Treibstoffzufluss. Alles gut. Alles gut. Ja, also wie gesagt, das tue ich euch jetzt nicht an. Das schneide ich euch quasi raus. Bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, beim nächsten Mal gibt es erstmal ein paar Konstrukte zu sehen. Oh, was ich noch ausprobieren wollte, war der Sheet-Modus. Warte mal, wie ging das? Mit Shift-Alt? Ich muss mal kurz aus dem Spiel tabben. Eventuell ist die Aufnahme gleich vorbei. Ich muss mal trotzdem mal. Ich tapp mal kurz aus dem Spiel, ja. Ich habe jetzt hier nämlich. Lasst mal kurz gucken. Da haben wir nämlich eine Angabe. Wie ging der Sheet-Code? Hack Gravity? Nee, warte mal, wie komme ich denn da rein? Ach, da steht's. Ctrl-Alt-F12. Oder Alt-Shift. Ctrl-Alt-F12. Moment. Ctrl-Alt. Wo ist ein F12? Benutze ich so selten. Ah. Konsole debuggen. Sheets. Schwupps. Umlaufbahn festlegen. Position festlegen. Objektwerfer. What the fuck? Schwierigkeitsgrad. Große Halbachse. Neigung. Ach, du ahnst es bitte nicht. Ach so, da kann man ja sagen, okay, ich möchte mich um Körben befinden. Wenn ich da drauf drücke, dann passiert das. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich habe das noch nie gemacht. Komm, wir probieren. Was ist denn jetzt los? Ach so, ich habe runtergeschaltet. Alles klar. Komm, wir probieren das mal. Also umkurven, große Halbachse. Was ist denn hier große Halbachse? Was ist denn das hier? Sicherheitsüberprüfung überspringen. Was ist denn Sicherheitsüberprüfung? Neigung. Das lassen wir mal alles auf Null. Was ist MNA? Keine Ahnung. Was ist ULB? Was ist LAN? Was ist ARC? Keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich Periapsis sein. Ruff, ruff, and away, Trümmer. Ungefähre Entfernung. Rendezvous. Nee, wollen wir gar nicht. Also man kann offenbar. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich jetzt dieses, wenn ich dieses Fenster hier, wenn ich da drauf klicke, dass er dieses Ding da platziert. Ich probiere das mal aus. Dass wir das Ding zurückfliegen können, habt ihr schon gesehen. Es wäre halt nur eine lange Dauer. Ich probiere das mal. Das heißt, wir müssten jetzt 600, knapp 700.000 Kilometer um. Also probieren wir mal aus Umlaufbahn festlegen. Achtung, klick! Geil. Nicht geil! Doch geil, ist okay. Okay. Aber das sind doch nicht. Wieso denn große Halbachse? Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht, oder? Stimmt es? So, lass gucken. Wie dicht bin ich denn jetzt um Körper drumherum? Ist ja geil. Ich habe mich jetzt quasi 86.000, 86.000. Das ist natürlich cool. Damit können wir viele unserer Sachen ausprobieren, ohne dass ihr die ganzen Flüge. Also wie gesagt, das darf ich bis KSP2, da darf ich ein bisschen mit dem Cheatcodes rumspielen. Aber mich irritiert, ich habe mich doch jetzt nicht 68 große Halbachse mitten in Abweichung. Große Halbachse, hätte ich gesagt, ist der quasi der Bahnradius. Aber wir sind doch kein Bahnradius von 68.000, eher 86.000. So kein Zahlendreher, oder? Versteht das nicht, oder? Ich habe gerade einen Denkfehler.
muss gerade einen Denkfehler haben. Also das sind hier nicht 68.000. Eigentlich steht hier 686.000. Oder ist das Meter? Dann wären das 600 Kilometer. Ah, okay. Ich glaube, dann wird ein Schuh draus. Ich glaube, Kerbin hatte doch... Jetzt müssen wir mal wissen, was Kerbin für einen Radius hat. Was hat ein Kerbin für einen Radius? Keine Ahnung. Also er misst quasi von der, logischerweise, vom Mittelpunkt von Kerbin aus. Und wenn Kerbin einen... Ja, wenn Kerbin 600 Kilometer als Halbachse hat, dann kommen noch 86 drauf. Ja, dann haut das hin. Okay, muss man nur aufpassen. Muss man nur aufpassen, dass man nicht einen Wert unter 670 nimmt. Sonst landet man nämlich in der Atmosphäre bei, keine Ahnung, wie viel Gedöns. Okay, haben wir auch ausprobiert. Funktioniert. Das heißt, wir können im Prinzip diese Dinger hier parken. Hoppala. Und können dann können uns auf die lustigen Sachen, auf die Experimente konzentrieren. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. In der nächsten Folge geht es weiter mit ein paar Konstrukten vom Blabla 6 viele Zahlen Word. Und dann danach gucken wir mal, was wir noch vorhaben. Also mir schweben da noch einige Sachen vor, wie zum Beispiel der Start von Eve. Stichwort Curse, ne? Wie unsere künstliche Gravitationseinheit im Orbit, die können wir quasi auf dem Boden zusammenbauen und dann in den Orbit spawnen, geht der jetzt mittlerweile, und so weiter und so fort. Vielleicht auch noch das im Shuttle ein bisschen ausbauen. Ach, wie gesagt, ich habe da viele Ideen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. KSP mit dem Warten auf KSP 2. Juhu!